Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Serie Tagebuch, das Channel Reef, Teil XY ungelöst. Ich schreibe es euch unten drunter oder ihr habt den Titel gesehen. Ich habe es mal wieder nicht im Kopf. Ist in diesem Monat einiges passiert. Von daher habe ich auch einiges zu erzählen. Lass mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ihr auch alles nicht vergesse hier. Fangen wir mal hinten an. Es geht sich als letzten Punkt hinten um das Armatus XS. Ihr seht, da hinten steht da eine Bohrmaschine. Ich habe noch eine Kleinigkeit daran verändert an der DIY-Nachfüllanlage, weil das Ding mit den Saugnäpfen war nicht ganz so toll. Also sprich für die Schlauchhalterung. Aber kommen wir später zu. Dann allgemein Zustand des Beckens, da kommen wir dann zum Schluss dran. Lichteinstellungen geht es sich drum, es geht sich um einen Shellmon. Was haben wir noch? Ach ja, und die Verkleidung. Und Thema Reaktor ist bei mir auch auf dem Punkt. Es ist einiges im Prinzip, was ich jetzt hier noch mit euch besprechen möchte. Und von daher, ja, fangen wir dann im Prinzip mal mit den Kleinigkeiten an. Und zwar habt ihr gesehen, Verkleidung ist ja dementsprechend die Front sowieso dran, aber es fehlten ja noch ein paar Kleinigkeiten. Und fangen wir hier mit der Seite an. Das ist dann halt die Kopfseite, blende ich euch gleich mal kurz ein. Da habe ich dann die entsprechende Platte, auch wieder gehalten durch Magnete. Und was soll ich sagen? Schön, dass er endlich da ist. Lange genug hat es gedauert. Aber das lange Wert wird endlich gut und ich habe sie tatsächlich unten nur zur Auflage gemacht, nicht eingehackt wie hier, dass sie halt nicht nach vorne wegfallen können. Das heißt, die Platte hier würde sowieso hier hinten an den Anschlag drankommen. Deshalb habe ich mir die Mühe nicht gemacht, da unten jetzt auch Schrauben reinzumachen und. Ja, die Platten hier schließt sauber ab, dementsprechend passt das. Gehen wir jetzt mal rüber und hoffen, dass die Kamera mitspielt, weil die ist mich heute schon den ganzen Tag am Ärgern. Von daher nicht wundern, wenn ich dann mal hier... Nein, ich flippe nicht aus. Ich doch nicht. Gehen wir mal hier runter. Hallo Kamera. Kurzer Schnitt. Und hier war gerade wieder die Situation, sie ärgert mich. Hier haben wir dann noch die kleine Verkleidung an der Seite. Auch wieder mit Magnete. Hier oben habe ich einen leichten... eine Auflage gemacht, die dann hier oben drauf auf dem Magneten aufliegt, damit das Ganze nicht runterrutscht, weil da unten ist ja keine Auflage, wo ich dementsprechend wo ich eine Auflage hinkleben könnte. Also muss der Magnethalter an sich das Ganze halten. So, jetzt muss man ja eben hier wieder fummeln, dass das Ganze auch hübsch und optisch toll aussieht. Das Fleckenmittel davor, zack, so schaut es jetzt aus. Im Endeffekt, ja, muss ich pauschal sagen, meine Kamera ist mich schon wieder ärgern. Schnitt. Technik, die begeistert. Verkleidung ist dann letztendlich vollständig und erfüllt dann auch ihren vorgesehenen Zweck. Der dann nämlich ist, das Ganze da unten noch ein bisschen mehr abzukapseln. Hat jetzt dann den Vorteil, dass da hinten dieses Riesenloch, dass da auch keine Wärme mehr durch rausgeht, ist jetzt im Winter, beziehungsweise Anführungszeichen Winter, natürlich sehr vorteilhaft. Im Sommer ist es dann natürlich so, dass die Platten hier oben drauf dann dementsprechend natürlich abgenommen werden und dass dann ich dadurch dann die Temperaturregulierung ein bisschen beeinflussen kann. Ja, das zum Thema der Platten und jetzt kommen wir zum Licht und zwar zu zwei Punkten vom Licht. Einmal zur Halterung. Wie ihr oben seht, es sind tatsächlich nur noch drei Seile und wir haben keinen Balken mehr oben an der Decke. Das hat sich jetzt endlich geändert, dadurch, dass ich natürlich die Leiste bekommen habe. So, jetzt kommt das große Aber. Die Leiste gibt es momentan tatsächlich nur in Silber. Das macht jetzt hier bei mir in meinem Wohnzimmer nicht viel aus, da, wie ihr seht, hinten an der Wand, da sind überall so silberne Absätze, silberne Leisten, weiß auf Silber. Das passt so ein bisschen. Natürlich für diejenigen, die eine anthrazitgraue Straton Po haben, ist das natürlich ein entsprechender Kontrast.
Ja, gibt es leider momentan erst nur in Silber und auch nur auf Anfrage bei ATI direkt. Also sprich, sie ist noch nicht so im Shop verfügbar. Ihr müsst also dann tatsächlich über info@ati oder über das Kontaktformular müsst ihr halt gehen. Ja, drei Aufhängungen sind es geworden. Zwei wollte ich eigentlich haben, weil es optisch in meinen Augen schöner aussah. Aber die Decke da oben hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil ich habe hier, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, mindestens 4 Lagen. Na, 3 Lagen, von denen ich weiß, nee, die ich an die Decke genagelt habe. 3 Lagen von verschiedenen Unterbauten hier. Und ich habe tatsächlich hier, der Länge nach, da sind alte Paneele drunter gewesen, hier mit Nut und Feder. Und da, wo ich die Lampe tatsächlich aufhängen wollte, habe ich wahrscheinlich eine Feder erwischt. Und das war ein bisschen dünn. Hält natürlich nicht so richtig. Ja, dann muss ich ein Stück vorkommen. Und da ich ja auch ein ängstlicher Mensch bin und gerade hier oben die teuren Lampen über das teure Aquarium etc. pp. Ich habe gesagt, komm, lassen wir die Optik dann einmal jetzt mal Optik sein und packen noch den dritten mit dabei. Also sprich pro Lampe eine Seilaufhängung, kann ich dann im Endeffekt auch empfehlen. Dann ist das nämlich auch schön gerade. Ansonsten hätte das wahrscheinlich ein kleines bisschen durchgehangen und ja, wäre optisch nicht ganz so toll gewesen. Also, 3 Aufhängungen an der Decke. Ich habe meine Löcher, die da oben sind, die ich über die Jahre hinweg fabriziert habe und immer noch offen hatte, habe ich dann jetzt auch endlich mal verspachtelt. Und ja, was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Die Schiene ist drauf. Die Lampen selber, da haben wir noch einen Punkt, blende ich euch auch mal eben mit ein, werden von unten mit M5-Schrauben verschraubt. Da habe ich mir Linsenkopfschrauben organisiert mit Imbus und entsprechende Muttern, M5-Muttern aus Edelstahl, V2A. Und damit sind dann die entsprechenden Lampen von unten an die Schiene dran verschraubt. War ein kleiner Akt und wo man auch noch im Endeffekt drauf achten muss, ist halt, dass die Verkabelung dann von hier unten drunter läuft. Das ist so vorgesehen. Und die Schiene ist nicht einsetzbar, wenn man die Verkabelung der Lampen nach hinten hat. Also darauf muss man dann auch achten. Da müsste man dann wahrscheinlich die alte Variante nehmen, mit dem Huckel drauf, die halt nicht ganz so formschön ist wie diese Schiene hier. Dann könnte man die Verkabelung nach hinten laufen lassen. Aber so habe ich die Verkabelung schön sauber hier unten runter in dem Kanal drin. Ich sehe sie nicht mehr. Läuft hier hinten im Prinzip da in das entsprechende Bereich rein. Und ja, hübsch ist es dann jetzt. Fertig ist es jetzt. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, sind wir eine Etage weiter unten. Und zwar geht es sich jetzt um den Reaktor, genau. Um den Wirbelbettfilter. Sagen wir es mal so. Nicht Reaktor, sondern Wirbelbettfilter. Kann auch ein Reaktor sein, also wurscht. Ich hatte ja den selbstgebauten vom Thomas. Thomas, das Ding hat sich leider zerlegt. Und zwar in der Aufhängung oben und in der Aufhängung unten. Musste nochmal überarbeiten. Zurück ans Reißbrett. Nein, so schlimm war es nicht. Er hat ja lange noch gehalten. Aber Fakt ist, es lief alles nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt bin ich erstmal hingegangen, habe vorübergehend, habe mir meinen alten Aquaforest AF 90, blende ich ein, habe ich wieder reaktiviert, weil ich ja einen haben wollte, der dann, Moment, Licht, der mit an meinen Kreislauf angeschlossen ist. Somit habe ich jetzt hier erstmal, Moment, da steht es genau, der AF90. Alte Variante. Da unten steht er jetzt, tropft so ein bisschen vor sich hin, weil auch oben die Dichtung fehlt. Und der tut es erstmal. Da drin habe ich meine Kohle, genau. Und natürlich meinen Phosphatabsorber, der so ein kleines bisschen hier mitarbeitet. Weil, ja, so viel Fisch immer noch und von daher dauert es natürlich ein kleines bisschen, bis das Ganze rausgezogen wird bzw. abgebaut wird. Also Phosphatabsorber ist mit da drin.
Das Ganze ist jetzt so eingestellt, dass es ein bisschen in der Schwebe ist. Ich blende euch das auch gleich nochmal separat ein. Und ich bin auch hingegangen und habe da so eine Art Auffangbeutel hintergepackt, weil das Zeug von ATI, egal ob es ein Phosphatabsorber ist oder die neue Carbokohle, sie ist ja recht fein. So, und die sollte so eingestellt sein, dass das Ganze so ein kleines bisschen in der Schwebe ist und ein kleines bisschen sich bewegt. So, aber diesen Abrieb, beziehungsweise das, was man dann bei dem Einstellen dann dementsprechend nicht so hundertprozentig hinkriegt, wird dann ja aus dem Reaktor rausgetragen, weil das Zeug so fein ist. Und ich habe jetzt tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich habe ja mit dem anderen Reaktor, bin ich hingegangen und habe da wie so eine Art Sieb Strumpf davor gemacht, damit das halt durchspült wird, war aber dann teilweise noch zu arbeitsintensiv, weil sich das relativ schnell zugesetzt hat. Und von daher habe ich jetzt eine Übergangslösung gemacht mit halt diesem alten Reaktor da und wie gesagt mit einem Strumpf am Auslauf, der da im Prinzip dahinter hängt, also sprich eine Filtersocke, die dahinter hängt. Und mir dann halt das überschüssige Material, was dann halt zu viel rausgetragen wird, da dann dementsprechend aufhängt. Ja, Thema Atemkalk bin ich immer noch mit am Arbeiten, weil das Becken ist ja noch abgedeckt. Der Abschäumer, wie ihr seht, macht sein Ding, holt jede Menge Schmodder da raus. UVC läuft auch noch. Hier unten meine Flüssigkeitchen, also sprich Arms Absolute Ocean, dass ich meine Salzdichte nicht verliere, weil ich schmeiße ja das gemessene Wasser schmeiße ich raus. Und damit das Becken nicht aussüßt, fülle ich halt Absolute Ocean in geringer Menge täglich in einer kleinen Dosis nach. Müsste ich jetzt nachschauen, läuft hier über die Evo 4 von Aquamedic. Genauso wie das N und das C, weil C bin ich ja auch noch mit am Dosieren. Da könnte ich die Dosis jetzt mal wieder ein kleines bisschen nach oben setzen, um die Nährstoffe weiter nach unten zu setzen und gleichzeitig den Durchfluss durch meinen Reaktor zu reduzieren. Also ihr merkt, das ist ein Spiel hin und her. Das C kann einiges runterziehen, aber das ist natürlich die Problematik, die im Endeffekt dabei ist, dass ihr darüber natürlich eine, in Anführungszeichen, labile Biomasse aufbaut. Und diese labile Biomasse kann natürlich bei Schwankungen im Becken nach hinten losgehen. Deshalb muss man gerade mit solchen Produkten, egal ob das jetzt der Kohlenstoff von ATI ist oder ob das jetzt irgendwelche anderen Kohlenstoffträger sind, wie sie alle heißen, wie dieser Markt gibt, damit muss man definitiv aufpassen, weil sie halt im Endeffekt eine schnell aufwachsende Biomasse, also eine labile Biomasse aufbauen, die auch genauso schnell wieder sagen kann, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich kaputt. Und dann hat er den Jojo-Effekt. Und das sollte man im Endeffekt beachten. Also dann vielleicht lieber ein bisschen mit Absorber experimentieren über eine Menge, weil ich habe jetzt hier tatsächlich Absorber und Kohle zusammen drin, dass die sich halt vernünftig auch bewegen können und. Und wenn der Absorber voll ist, dann hole ich die Kohle auch raus. Alles in allem passt das erstmal soweit. Ja, das zum Thema hier unten. Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge könnt ihr mir runter in die Kommentare schreiben. Weiter geht's. Ja, der nächste Punkt auf meiner Liste war das Licht, Lichteinstellungen. Daran habe ich nämlich eine Kleinigkeit verändert. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. Ich gehe mal in die ATI-App rein. Ja, Verbindung wurde unterbrochen. Ich habe es schon mal gedreht hier, weil meine Kamera mit mir Spöks am Machen war. Nein. Und zwar hat der Tom von Toms Korallen eine entsprechende Lichteinstellung, beziehungsweise hat mal ein bisschen was über die Lampe erzählt. Er hat sie jetzt auch relativ lange über seiner Farm und ist damit ziemlich zufrieden. Was heißt er ziemlich zufrieden? Er ist damit zufrieden. Und hat seine Lichteinstellung geleakt. Also, ja, ist ja gut. Windspiel. Ist windig heute. Und so wie das da halt aussah, hat mir das ziemlich gut gefallen. Ich bin da jetzt eher so der Typ, der es eigentlich recht bunt mag, aber auch eigentlich recht hell, nicht zu blaulastig. Ja, und genau da liegt auch im Endeffekt der Hase im Pfeffer. Ich blende euch das mal mit ein.
Und zwar hatte ich ja bisher das LBS-SBS-Programm genommen, wo ihr die entsprechenden Einstellungen seht. UV 140, Violett 210 und was auch noch wichtig ist, das Cyan und das Weiß. So, der Tom ist jetzt hingegangen, hat sein Daylight ein kleines bisschen modifiziert und diese Modifikation gefiel mir ziemlich gut. Er hat UV ein kleines bisschen rausgenommen, dafür ein kleines bisschen mehr Violett rein. Und mehr Cyan und mehr Weiß. So, somit haben wir im Endeffekt hier ein richtig schönes, helles Bild. Natürlich haben wir auch ein sehr schönes, helles Bild, weil ich das Becken gestern sauber gemacht habe. Klar, logisch. Das müsst ihr übrigens auch immer noch im Hinterkopf behalten. Das Becken hier ist natürlich so schön hell, weil es natürlich einen schönen, weißen, hellen Untergrund hat zum Reflektieren. Ja, also jedes Becken ist da anders. Und dementsprechend haltet das bitte immer im Hinterkopf. So, er ist dann halt hingegangen und hat das Weiß und das Cyan ein kleines bisschen mehr reingepackt und ein bisschen mehr Violett. Das funktioniert bei ihm sehr gut und was bei ihm funktioniert, sollte bei mir ja auch laufen. So, jetzt habe ich aber folgendes Problem hier mit diesem Becken. Da ich nur 42 cm Höhe, effektiv nutzbare Höhe habe, also sprich von hier oben bis da unten, ist das mit meinen Lichtdruck, den ich hier auf das Becken gebe, natürlich relativ heftig. Ich fahre die Lampe tatsächlich momentan bei 45% und für diese Beckenhöhe ist das schon sehr viel. Hat aber unter anderem natürlich auch damit zu tun, dass hier natürlich noch die Abdeckung drauf ist, die mir Licht klaut. Das sind so 5-8%. Und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Moment. So. Da bin ich wieder. Meine Fresse. Ja, also. Hier laufen momentan 45% Leistung drauf. Und das ist verdammt viel Licht. Weil bei 45 cm sind es immer noch 340 Paar. Das heißt also, ich lege das hier mal zur Seite, und um euch das zu verdeutlichen. Ich mache das jetzt mal nur Pi mal Auge hier. 45 cm. Also, Mitte des Beckens habe ich immerhin noch 350 Paar. So, ihr seht, auf dieser Höhe steht aber bei mir alles. Da steht SBS, da steht LPS. Ja, hier hinten ist mein Euphidia-Wald. Auf gleicher Höhe sind meine SPS. Und genau da liegt das Problem. Dass alle Tiere, die ich hier drin habe, das gleiche Licht kriegen. Von der Menge her. Ich habe mal welche, die etwas tiefer sind. Hier unten, das sind, das habe ich wieder weggepackt. Ich messe mal eben aus, damit ich euch die entsprechende Info auch richtig geben kann. Wir haben Unterkante auf dem Boden, ja, sind wir bei 65 cm von oben. Und da sollten dann auch, ja, ich sag mal, noch so 180, 190 Paar ankommen. Bei einigen oder beim Easy zum Beispiel, habe ich jetzt bei ihm in der Story gesehen, der ist ja schwer am Kämpfen mit seinen Lichteinstellungen. Er hat aber auch keine Abdeckung drauf. Das heißt also hier, ich sage jetzt mal, kommt ja weniger an, so 5-10% weniger. Der hat bei sich ja extrem Probleme mit Lichtstress. So, jetzt habe ich das natürlich hier oben erstmal abgedeckt. Es wird, ist weniger, aber trotz alledem sage ich noch, dass hier in dem Bereich immer noch 300 Paar an Licht ankommen. Und von daher ja, ist das ein, ich sag mal, ein Akt auf dem Drahtseil hier, alle Korallen auf der gleichen Höhe mit dem gleichen Licht zu betreiben, ist natürlich nicht ganz so einfach. Und da kommt mir diese Lichteinstellung, die der Tom jetzt hier gebastelt hat, natürlich sehr zu Pass, weil er tatsächlich hingeht und das Ganze schön aufhält, aber wir gleichzeitig noch genug intensives Blau haben, damit auch die Farben vernünftig rauskommen. Und genau das ist das, was wir im Endeffekt ja wollen. Wir wollen es ja bunt haben, wir wollen es ja auch am Tag hübsch haben und nicht nur am Abend, wie das hier zum Beispiel, dann die entsprechenden Farben. Das ist eine leicht abgeänderte Version zu der Fluoreszenz beziehungsweise zu dem Tom's Blue. Da habe ich ein kleines bisschen dran rumgebastelt. Die gefiel mir nicht ganz so toll. Also ist nicht ganz mein Style. Also normalerweise bin ich eigentlich so der Typ, der das mag. Ihr seht den Unterschied. Es ist ein bisschen mehr ins Babyblau. Und
Hier ist ein kleines bisschen mehr Violett drin, ein kleines bisschen mehr Rot drin. Das ist Geschmackssache. Ja? Er hat eine Einstellung gesucht im Endeffekt, die der Radeon sehr nahe kommt. Das scheint er auch geschafft zu haben, das ist möglich. Mit dieser Lampe können wir im Prinzip fast alles simulieren. Also von daher, ja, die Lichteinstellung gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich sie anderthalb Wochen drauf und meine Korallen haben sich auch, so wie es aussieht, ziemlich gut daran gewöhnt. Ja, alles in allem danke ich dem Tom erstmal dafür, dass er die entsprechenden Einstellungen veröffentlicht hat. Es ist jetzt nicht so, dass die vorgegebenen Programme von ATI schlecht waren. Um Gottes Willen, nein. Aber das Licht gefällt mir persönlich besser. Und von daher habe ich das Ganze dann dementsprechend übernommen. Also, das zum Thema Licht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt im Endeffekt ist ja schon fast der vorletzte. Es geht sich um meinen Shellmon, den ich mir beim Andi Sauerborn mitgenommen habe. Von hier aus nochmal herzlichen Dank dafür. Relativ klein, relativ süß, hat aber trotz alledem, ja, tut er das, was er soll, erstmal überleben. Das ist nämlich das Hauptproblem gewesen. Überlebt dieser süße kleine Fratz, weil ihr wisst selber, Shellmon ist immer ein Problem, den A ans Futter dran zu bekommen. Und selbst wenn er im Laden frisst, kann es sein, dass er bei euch im Becken nicht frisst. So, und wie ihr seht, seht ihr nichts. Verdammt. Immer dann, wenn man die Tierchen braucht, sind sie nicht da. Ne? Egal. Ich blende euch entsprechend gleich Bilder mit ein. Und Fakt ist aber, dass dieses Tier sich bei mir eingelebt hat und ohne Probleme jetzt hier durch die Gegend schwimmt, fit ist, frisst, auch hier und da im Riff am Rumpicken ist. Ich habe ihn momentan unter Verdacht, dass er mir meine blauen Xenien gerade ein kleines bisschen am Reduzieren ist. Ach, da vorne ist er. Dass er die ja gerade am Reduzieren ist. Aber er hat ja hier im Prinzip große Auswahl. Ja, er schwimmt hier locker flockig durchs Riff und wird auch nur hier und da mal gestänkert, sage ich jetzt mal, vom Japonicus. Aber das ist normal. Das macht er mit allen Fischen. Ja? Also er macht mit allen Dingen den Matz hier vor Ort und ja, muss man sich also jetzt keine Gedanken mehr machen. Aber wie gesagt, er frisst, er schwimmt rum, er ist gesund, er hat keine Pünktchen. Das kommt ja auch noch dazu. Ein Fisch, der geschwächt ist, der nicht frisst, wird schneller krank. Also den habe ich tatsächlich wirklich so gesund gekriegt vom Andi Sauerborn, dass er sich hier ja in der Zeit, wo er sich eingewöhnen musste, tatsächlich ja es nicht verschlechtert ist. Er ist direkt vom ersten Tag an ans Futter gegangen. Und das ist tatsächlich bisher so geblieben. Der guckt jetzt immer schön hier durchs Riff, ist hier und da am Rumpicken. Aber das, was er eigentlich tun sollte, natürlich bei mir, sich um die Glasrosen kümmern, das könnte noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Weil er hat genug anderes Material, wo er gerade dran geht. Also meine Röhrenwürmer sind auch noch satt genug da. Da sehe ich ihn hier und da dann auch mal dran picken. Das ist für mich okay, weil das ist ja mein neues Unkraut neben den Glasrosen. Und ja, aber er ist gesund, er ist fit, wenn ich ihn jetzt auch gerade mal wieder nicht sehe. Von daher schon mal Daumen hoch für Sportlichkeit. Das ist jetzt, lasst mich nicht lügen, ich glaube, das ist der dritte Versuch, einen Shellmon hier drin zu halten. Die ersten beiden haben auch gefressen, beim Händler, aber dann hier vor Ort nicht. Und das ist tatsächlich der erste, der bisher ohne Probleme, da in der Mitte war, ohne Probleme eingesetzt und auch direkt wieder gefressen hat und hat den alles nicht interessiert. Also, Klopf auf Holz. Achso, ja, ne? Holz Kopf. Schauen wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Ja, und last but not least wechseln wir jetzt gleich mal rüber zum Amatus XS und dann zeige ich euch da noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, und last but not least kommen wir hier nochmal zum Amatus. Da habe ich, wie gesagt, blende ich euch auch mal kurz oben mit ein, ja, ein entsprechendes Video zu gemacht zur DIY ATO Anlage, die ich hier eingebaut habe. Insgesamt vom René Schlöter als Vorgabe. Da habe ich allerdings, ich sage jetzt mal, ja, nicht einen direkten Konstruktionsfehler, sondern
ein Sicherheitsproblem eingebaut. Und zwar ging es sich da um die Halterung des Schlauchs, die dann hier vorne hingehen sollte. Kann man so machen. Bei einem guten Saugnapf ist das Ganze auch nicht das Problem. Aber tatsächlich bin ich ja auch ein ängstlicher Mensch und habe das Ganze geändert. Und das blende ich euch jetzt mal mit ein. Ich bin tatsächlich hingegangen und habe hier mit meiner Bohrmaschine, bin ich hingegangen, habe hinten in die Zwischenwand ein Loch gebohrt und habe den Schlauch da durchgesteckt. Auf der Vorderseite mit einem Kabelbinder gesichert, sodass er nicht rausrutschen kann. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Da werde ich jetzt noch eine Kupplung dazwischen setzen. Dass wenn ich das Ganze hier abbauen will, dass ich natürlich viel abzubauen habe. Das ist noch so eine Sache, okay, je mehr Technik man da reinbaut, desto mehr muss man dann auch beim Wasserwechsel auf- und abbauen. Wenn man das Ganze mal reinigen will. Die Anlage selber tut ihren Dienst. Mein Nachfüllbehälter, den habe ich da unten drunter versteckt. Das passt auch soweit. Kann mich da also nicht genug beschweren. Frau ist auch soweit zufrieden, hat bisher noch nicht gemeckert. Also alles im grünen Bereich. Und ja, die automatische Nachfüllung funktioniert. Kann ich euch also nur empfehlen. Wie gesagt, hier oben ist dann auch nochmal der Link zum meinem Video und zu dem Video vom René. Weil die müsst ihr zusammen gucken. Ich bin nur der Nutznießer, der das Ganze nachgebaut hat. Und wie das nachgebaut wird, habe ich halt nicht mitgezeigt, sondern ich habe es nur gezeigt, wie ich es eingebaut habe und wie es halt im Endeffekt funktioniert hat. Also, das mal als kurze Info vorab. Gehen wir nochmal zurück zum Großen. Und ja, das Abschlussplädoyer. Ja Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Wie immer mal wieder bei mir. Ich hoffe, es war nicht zu lange, aber ich vermute schon mal, dass es wieder mal 30 Minuten mindestens waren. Ja, alles in allem ist tatsächlich viel passiert. Es hat sich aber auch im Endeffekt alles klar gelohnt, sage ich jetzt mal. Allgemeiner Zustand zum Becken seht ihr ja selber. Hier und da bin ich halt noch mit meinen Akkus am Kämpfen, halt wegen der Lichteinstellung und auch natürlich hier und da wegen dem wegen den Nährstoffen, die hoch und runter gegangen sind, weil mein Wirbelwertfilter nicht ganz so funktioniert hat, wie er sollte. Von daher, ja, überleben hier in diesem Becken tatsächlich momentan nur die tatsächlich robusten Akkus. Oben in der Mitte, da seht ihr auch, da hatte ich ja so ein richtig schönes großes, eine richtig schöne große Echinata. Die ist auch zu 50% hops gegangen. Einfach von unten her weiß geworden und ja, das sind die beiden Endstücke, die ich da retten konnte. Es ist alles nicht ganz so einfach im Moment, aber wie gesagt, dieses Becken ist ja auch nicht das Einfachste. Alles auf einer Höhe zu halten mit einem gleichen Licht, die entsprechenden Nährstoffverhältnisse hier stabil zu halten, ist alles so eine Sache für sich, die nicht ganz so einfach ist und habe ich auch nie behauptet, dass ich sage, ja, ist ja gut. Mensch, ist mir windig draußen. Dass es einfach ist, so ein Becken sich hinzustellen, habe ich auch nie behauptet. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was dann wahrscheinlich sein wird, wenn ich es endlich auf die Kette kriege, zum Sebastian zu fahren, dass wir da auch mal wieder ein Update kriegen. Das ist voll ekelhaft, das Becken, wie er das da macht. Und zwischendurch ist da hier und da auch noch was passiert, was wir momentan euch berichten wollen, etc. Also es bleibt spannend. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Weiber. Däumchen nicht vergessen. Ciao.